Das ist Sina, ich bin Jakob. Und das sind die Was geht ab Shorts. Syriens Präsident Bashar al-Assad hat angekündigt, dass der Krieg noch in diesem Jahr enden wird. Und zwar mit seinem Sieg. So solle die aktive Phase des Militäreinsatzes noch 2014 abgeschlossen sein und dann könne er sich wieder dem widmen, was er sowieso die ganze Zeit getan hätte. Terroristen bekämpfen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Nordosten Syriens fest in der Hand von Miliztruppen ist, stellt sich natürlich die Frage, wie Assad zu dem recht optimistischen Ergebnis kommt. Davon abgesehen, dass er als Diktator vielleicht einem gewissen Größenwahn zum Opfer gefallen sein könnte, ist an seiner Vorhersage möglicherweise doch etwas dran. Denn Assad spielt auf Zeit. Und das schon ziemlich lange. Er setzt auf die Kriegsmüdigkeit seiner Gegner. 3 Jahre dauert der Bürgerkrieg jetzt schon an. Begonnen hat alles mit einem friedlichen Protest im Frühjahr 2011, der eskalierte. Das ursprüngliche Ziel der Oppositionellen war die Demokratisierung des Landes, doch je länger der Bürgerkrieg dauert, desto mehr scheint das in den Hintergrund zu rücken. Die Armee der Opposition ist die Freie Syrische Armee, kurz FSA. Die besteht aus ehemaligen Soldaten, die hauptsächlich Sunniten sind. Nach und nach begann sich die FSA aber aufzulösen und in verschiedene Gruppierungen zu zerfallen. Neben der FSA gab es noch den syrischen Nationalrat, der sich zum Ziel setzte, die syrische Opposition zu einen. Der Nationalrat wurde dann Teil der Nationalkoalition. Es bildeten sich immer mehr Milizen, die ganz unterschiedliche Interessengruppen vertraten. Der Kampf für Demokratie ist mittlerweile einem Krieg der ethnischen Gruppen um religiöse Ansichten gewichen. Jeder scheint gegen jeden zu kämpfen, sodass auch die ausländischen Unterstützer nur noch schwer durchblicken und kaum noch Material oder Geldspenden schicken. Zu dem Chaos der Milizen und der Regierung kommt noch der sogenannte Dschihad-Tourismus hinzu, der Syrien zu einem Pulverfass werden lässt. Junge Leute, Männer und Frauen, reisen oft über die Türkei nach Syrien, um dort im Heiligen Krieg, dem Dschihad zu kämpfen. Allein aus Deutschland sind schon mindestens 300 Extremisten nach Syrien gegangen, darunter auch sehr viele gebürtige Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Assads Plan ist im Prinzip, diese Zersplitterung voranzutreiben und die Milizen kriegsmüde zu machen, sodass er am Ende nur noch gegen einzelne Gruppierungen und nicht mehr gegen ganze Armeen zu kämpfen hat. Tatsächlich konnte er in den vergangenen Monaten schon Erfolge erzielen. Er hat es geschafft, wichtige Nachschublinien zu unterbrechen. Doch der Norden des Landes an der Grenze zur Türkei und dem Irak wird größtenteils immer noch von Aufständischen kontrolliert. Dort sind auch Syriens Öllager und die Getreidefelder. Und um die Verwaltung dieser Ressourcen streiten sich die Milizen. Das hat eine Studie des European Council on Foreign Relations, kurz ECFR, untersucht. Es bilden sich komplett neue Wirtschaftszentren, häufig auch im illegalen Bereich, um die sich die Milizführer streiten. Das führt dazu, dass sie den Krieg allein schon aus ökonomischem Interesse weiterführen möchten. Für Assad ist diese Entwicklung positiv, weil er, wie gesagt, einzelnen Splittergruppen und keiner einheitlichen Front mehr gegenübersteht. Trotzdem wird die Rückeroberung und vor allem die Wiederherstellung der staatlichen Kontrolle wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. Die ECFR-Studie geht davon aus, dass die syrische Wirtschaft nach diesen 3 Kriegsjahren komplett am Ende sein wird. Selbst bei 5% Wachstum pro Jahr wird es fast 30 Jahre dauern, bis die Wirtschaftskraft von 2010 erreicht ist. Und dann würde Syrien noch immer zu den armen arabischen Staaten gehören. Assad scheint das alles aber nach wie vor optimistisch zu sehen. Er verkündete, dass er wieder bei den Präsidentschaftswahlen antreten möchte. Dass dieser Bürgerkrieg mittlerweile 150.000 Tote gefordert hat, vergaß er wohl zu erwähnen. Glaubt ihr, dass ein baldiges Ende des Bürgerkriegs in Sicht ist? Und meint ihr, dass Assad diesen gewinnen wird? Schreibt's mal unten in die Kommentare rein. Hier neben mir findet ihr noch 2 weitere Videos und unter Jako könnt ihr abonnieren. Hier gibt's jetzt noch Excalibur, da sind alle ganz friedlich, keine Angst. Und unten in der Videobeschreibung gibt's noch die Social Media Links, wie immer. Also, das waren die Was geht ab Shorts. Und wir sind raus, genau. Ja, und weg. Da müsst ihr auch gehen.